Servus und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ja, wir sind fleißig bei Edith Finch und drei Personen aus der Finch-Familie haben wir ja schon kennengelernt. Einmal Molly, Barbara und Calvin. Ich weiß nicht, wen wir jetzt kennenlernen. Wir schießen mal das Buch und gehen mal weiter. Aber wo müssen wir jetzt lang? Müssen wir jetzt wieder zurück in die Kiste? Ja, ne? Ja, dann klettern wir mal zurück in die Kiste. Zurück in die Kiste. Und das als schwangere Frau ist. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, warum Mom es nicht gern sah, wenn ich mit der Spieluhr spielte. Hier waren wir auch. Eddies Vater Odin baute das ursprüngliche Haus. Ah, okay. Na denn. Genau, hier kamen wir nicht durch. Wollten wir in der letzten Folge schon einmal. Das heißt, wir laufen oder wir krabbeln jetzt hier nochmal lang. In den Raum, wo wir auch schon mal waren. Es ist schon seltsam, dass ich beim Spielen mit der Spieluhr nie den Kellerschlüssel fand. Wir holen uns den Kellerschlüssel, Freunde. Die Spieluhr da an, einfach ein bisschen spielen. Wie der Name das ja schon sagt. Und dann gehen wir mal in den Keller. Die Spieluhr war unten, ne? Ja. Gehen wir mal nach unten. Oh, diese Speichern immer, ne? So. Geh nach unten zur Spieluhr. Spielen da. Wo war die denn nochmal? Hier war die, ne? Ja. So. Wie lange müssen wir jetzt drehen? Jetzt haben wir den Schlüssel. Und rein geht es in den Keller. Ich bin eigentlich so kein Kellerfreund. Ich habe zwar keine Angst vorm Keller, aber irgendwie ist es da immer sehr, sehr dunkel. Obwohl, hier geht es eigentlich. Hier haben wir genügend Fenster. Was haben wir denn hier so alles? Ja. Mom sagte, der Keller sei tabu. Es sei denn, ich wollte noch eine. Ja, okay. Ich habe Ellie einmal dabei beobachtet, wie sie mit Paketen im Arm in den Keller schlich. Dann wird sicher die ganzen Pakete hier, oder? Ich dachte, dass sie vielleicht Geschenke versteckte. Oh. Es stellte sich heraus, dass sie noch mehr, dass sie noch viel mehr als sie versteckte. Aber was? Ich habe gerade hier ein dunkles. Ah, okay, warte mal. Ein dunkles Bild. Komme ich hier gar nicht durch? Ah, doch. Aha. Ich bin die ganze Zeit immer dagegen gelaufen. Sehr dunkel hier drin. Ich weiß noch, wie Mom einmal fragte, wo Walter denn hingegangen war. Sie sagte, er wollte nach Barbaras Tod so weit wie möglich weg von allem. Wenn diese Geschichte irgendein Schema hatte, dann war es die Tatsache, dass keiner von uns weit gekommen war. Ah, das ist hier so ein Bastelraum gewesen oder was? Oder sein Zimmer?
Wir haben hier ein. Hier haben wir den. Den 1. Warte mal, Januar, Februar, März, April. Den 1. April 2005. Quasi den Geburtstag von meiner Freundin. Nur nicht 2005. Haha. Das wäre es ja noch. Würde ich mir ja strafbar machen. Hier haben wir wieder einen Zettel. I can't believe I've been down here for 30 years. Ah, eine neue Geschichte. On the first day, after the shaking started, am ersten Tag. Ah, okay. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. Was ist der da? I was expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Als ob. Wie oft müssen wir das denn jetzt machen? Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Wir sind im Jahr 1976 im Januar und schon wieder Pfirsiche essen. And then one day everything just stopped. So. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Jetzt sind wir im 25. März 2005. Noch ein paar Tage später und der Kalender war zu Ende. Eine Woche ist vergangen, die längste in 30 Jahren. Ich habe genug gewartet. Ich muss jetzt gehen, solange ich noch kann. Aber wo geht denn der jetzt hin? Ich hoffe, das wird uns gleich gezeigt. Wir sind hier in so einem Geheimgang. I know it's out there somewhere. Ich weiß, dass es da draußen irgendwo noch ist. Whatever killed Barbara. Was immer Barbara getötet hat. Molly. Und Molly. Und Calvin. Und Calvin. Maybe this is all a mistake. Vielleicht ist das alles. Okay, das ging jetzt extrem schnell. Aber ich muss aufhören, immer denselben Tag zu leben. Ja, bis. Was immer da draußen auch ist, sei dir gewiss, dass. Boah, die Schrift ist voll anstrengend. Ich werde alles zu schätzen wissen, besonders das Essen. Es ist mir egal, ob. Oder einen Monat. Oder eine einzige Woche. Ich würde mich schon über einen Tag freuen. Kann ich schon die Sonne auf meinem. Boah, war das laut. Walter. Von 1952 bis 2005. Oder ist er da verschwunden gegangen? Walter starb, als ich 6 war. Ich kann einfach nicht glauben, dass mir Mom nie davon erzählt. Ich glaube, ich muss einfach schneller lesen. Mann. Okay. Geschichte von Walter haben wir auch. Ohne Scheiß, wo ich mir jetzt das Bild angucke, ne? Ihr kennt doch mit Sicherheit alle Heidi, oder? Wenn ja, lasst mir mal ein Like da. Sieht er nicht aus wie hier der Großvater von Heidi? Also finde ich schon. I'm sure my mom was trying to protect me. Ja, ich bin mir sicher, dass Mom mich beschützen wollte. Gehen wir da jetzt nochmal rein, oder was? Ne, können wir gar nicht. Haha. Okay, dann nicht. Dann machen wir hier mal die Vorhänge weg.
und können nichts machen. Wir können nichts machen. Eine Blume. Walter. Hier ist auch nichts. Freunde, tut mir leid, wenn das für euch gerade so extrem dunkel ist. Ich habe schon versucht, ich werde es versuchen, beim Videoschnitt später ein bisschen zu erhellen. Bei mir ist es eigentlich pechschwarz. Sehr viel erkenne ich hier auch nicht. Vor allem jetzt gerade. Ja. Sind wir hier wieder in der Werkstatt oder in dem Mensch, Alter, wir sind falsch gelaufen. So, das ist nämlich das, was ich gerade meinte. Bei mir ist es stockduster. Ich erkenne hier nichts. Ich versuche es bei euch ein bisschen heller zu bekommen. Wenn ich es geschafft habe, werdet ihr es ja sehen. Hier muss ich. Ah, okay. Haha. Sven. Wir sind hier in Svens Raum oder Räumlichkeiten. Aber warum? Ach ja, stimmt, das Licht ist ja aus. Also abgestellt. Aber hier können wir nichts machen, ne? Nee. Das heißt, wir gehen wieder nach oben. Weil, was bringt uns das hier? Oder wird es gerade Nacht? Ich glaube, es wird Nacht. Ich will hier raus. Wo gehe ich lang, Alter? Kann man hier nicht irgendwo eine Taschenlampe aufsammeln? Das wäre mir deutlich angenehmer. Oder kann man hier Kerzen anmachen? Oder ein Fernseher? Bringt auch Licht. Geh an, los. Nee. Geht nix. Ja, Freunde, was mache ich denn jetzt hier in der Dunkelheit? Das ist gerade so schwer hier. Hier sind aber auch nirgendwo. Oder kann ich das hier anmachen? Kann ich das anmachen? Nee. Die Öllampe geht nicht an. Oder? Von hier vielleicht? Nee, auch nicht. Oh, Freunde. Was tue ich mir hier nur an? Also, ihr seht mit Sicherheit mehr wie ich. Leute. Edith, Eddie, Dawn, Louis. Ja. Die Namen haben wir schon alle. Aber ich werde versuchen, jetzt irgendwie mal hier nach oben zu kommen. Aber Licht geht hier auch nirgendwo, ne? Ne, das ist die falsche Taste. Wie kam ich denn nochmal nach oben? Ne, hier nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Ach. Geht's hier nach oben? Ja, da oben geht's, also da hinten geht's nach oben. Oben haben wir die ganzen Räume. Was war das hier nochmal? Ach genau, hier die komische Bücherei.
Oh, ich sehe nichts. Doch, jetzt sehe ich Fenster. Das war's aber auch. Kann ich nicht anmachen. Die Kerze. Nee, die Kerze, die Lampe. Mann, ich will doch einfach nur Gregory. Ach genau, das ist jetzt das Badezimmer, was wir hatten. Das ist hier Calvin und Sam. Da waren wir aber auch noch nicht drin, oder? Oder? Weiß ich gerade nicht. Hier wieder ganz viele Bücher. Und Doc Duster. Ach. Freunde, ich würde sagen, es macht gerade echt gar keinen Sinn, hier irgendwie durchzulaufen, denn ich sehe selber rein gar nichts. Ich mache jetzt hier ein Folgenpäuschen. In der nächsten Folge wird es mit Sicherheit auch mal wieder hell werden. Dann machen wir weiter. Sorry, dass es halt am Ende des Videos so kompliziert war mit der Dunkelheit und mit der Orientierung. Und ihr habt mit Sicherheit auch, ich hoffe, ich krieg's bei euch irgendwie heller hin. Wenn nicht, tut es mir echt mega leid. Ich werde jetzt hier einfach so lange sitzen bleiben, bis es hell wird. Und dann wird es in der nächsten Folge wieder hell für euch. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.